Seid von Herzen gegrüßt, ihr Lieben. Ich starte eine kleine Videoreihe zum Thema Drachen. Hier bei dem Video 1, mit dem ich hier natürlich starte, möchte ich im Allgemeinen ein bisschen über die Drachen erzählen und euch aber auch erklären, warum die Drachen sich in unterschiedlichen Farben zeigen. Und in diesem Video werde ich auf diese beiden Drachen eingehen, einmal roter Drache und einmal blauer Drache. In den dann folgenden Videos werde ich dann alle anderen Drachen besprechen mit euch, alle anderen Farbschwingungen, die sie tragen und was sie bedeuten und warum dieser Drache bei dir ist. Ja, wenn du einen Drachen begegnest, der sich mit dir verbindet, dann möchtest du natürlich wissen, und es ist wichtig für dich zu wissen und zu erkennen, welche Farbfrequenz er für dich bereithält. Mein Name ist Christine Arana Fader, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und Autorin und ich bin die Drachenexpertin. Seit 20 Jahren arbeite ich mit dem Drachen zusammen, mache Workshops, habe das kleine Drachenhandbuch geschrieben, das Buch Drachenerlebnisse. Es gibt zwei Kartensets, einmal Drachenweisheit und das Kartenset Drachen und Drachenreiter. Und ich habe unzählige Workshops, Präsenzworkshops und auch, meine Stimme, und auch Online-Workshops geführt. Und ja, ich weiß nicht wie viele, tausende Menschen mit ihren Drachen zusammengebracht. Ich hoffe, ich kann dich mit diesem Video erreichen und berühren. Und ja, ihr seht schon, bei mir ist alles ganz authentisch, ist so, wie es ist. Es wird hier nichts geschnitten. Und wenn ich zwischendrin mal räuspern muss und einen Schluck Wasser brauche, dann ist das so. Ja, einen Augenblick. Gut, legen wir los. Ich habe schon ganz, ganz viel über die Drachen erzählt, aber ich möchte trotzdem hier nochmal ein ganz klein bisschen ausholen für alle Dracheninteressierten, für die das Ganze ein Neuland ist. Die Drachen sind energetische Felder, genauso wie deine Seele ein energetisches Feld ist. Und weder deine Seele noch der Drache hat ein Gesicht und Augen und Haare, ja. Deine Seele, genauso wie das energetische Feld Drache, tragen Schwingungen in sich, Klänge, ja, Energien. Und ganz am Anfang, als unser Universum entstanden ist, war es ganz, ganz klein. Es ist entstanden aus dem kleinsten aller Teile. Das ist dieses sogenannte Gottespartikel, was die Wissenschaft ja immer noch sucht. Sie wissen ja, dass es existiert und es wird immer noch gesucht. Ein ganz winzig kleines Teilchen erwacht zum Leben. Und dazu gehört ein Gefühl und ein Gedanke. Und um Leben zu erschaffen und um Wachstum zu generieren, brauchen wir zwei Grundschwingungen. Und das ist etwas Weibliches und etwas Männliches. Also eine weibliche Schwingung und eine männliche Schwingung. Und unser Universum, erschaffen aus dem kleinsten aller kleinen Teilchen, hat natürlich diese beiden Schwingungen in sich getragen und dann kam es dazu, dass das Ganze in den Wachstum gehen konnte. Also es war ein Erwachen und die männliche Energie ist immer expansiv, ist immer ausdehnend. Und so hat die männliche Energie dafür gesorgt, dass sich das Ganze ausdehnen kann. Die weibliche Energie ist eher immer das, was auch wieder ein bisschen zu leicht zusammenzieht und ihre Energie somit einströmen lässt. Ja, also da fließt dann etwas ein. Das ist so, das ist kein Zusammenziehen von, ich mache es jetzt unbedingt wieder kleiner. Es ist eher so, wie wenn du eine sehr reife Orange hast und die etwas zusammenziehst, dann kommst du an die Essenz, ja, also dann kommt der Saft daraus, ja, also dann
wird etwas, kommt etwas hervor. Und unser Universum ist genauso entstanden mit dieser expansiven Energie des Männlichen und dann aber im Wechsel mit der weiblichen Energie, die alles wieder ein bisschen zusammengezogen hat. Männlich bedeutet auch heiß und feurig, weiblich bedeutet kühl und konzentriert. Unser Universum wuchs und wuchs immer mehr und irgendwann sind, ja, war das riesengroß und die göttliche Quelle allen Seins hat angefangen, das Universum zu füllen. Und am Anfang bei diesem Entstehungsprozess gab es natürlich große Reibungen, ja, es wurden unglaublich hohe Energien freigesetzt und dann sind sogenannte Funken gesprüht, ja, und die göttliche Quelle allen Seins hatte solche Freude daran, an diesem Sprühen von göttlichen Funken, und so hat sie diesen Funken eine Form von Leben eingehaucht, hat ihnen ein Wesen gegeben. Und das war das allererste Wesen, das erschaffen wurde in unserem Universum, und das waren die Drachen, die Drachenenergie. Die Drachen waren somit von Anfang an dabei. Erst danach wurden die Engel erschaffen, die Seelen erschaffen, die Planeten erschaffen, die Sterne erschaffen und so weiter und so fort. Und jetzt will ich kurz noch erklären, ich überspringe so ein Teil, ja, ich will hier jetzt auch keinen Drachenworkshop draus machen, den könnt ihr gerne hier unten drunter buchen, wenn ihr Lust habt, wenn euch das interessiert. Unter dem Video gibt es einen Link zum einen zu einem kostenlosen Webinar mit Drachenenergie und dann einmal zu diesem Online-Kurs mit der Drachenenergie. Der Online-Kurs ist extrem umfangreich. Ja, da habt ihr 10 Stunden Wissen, Weisheit, Übungen, Trance-Reisen, Rituale. Es gibt dazu ein wunderschönes Booklet, ein Workbook zum Herunterladen und 2 unglaublich schöne Bilder für euch, die ihr euch downloaden könnt mit Drachen drauf. Ganz wunderschön. So, zurück zu unserer kleinen Geschichte. Die göttliche Quelle hat dann irgendwann die ersten Seelen erschaffen. Die Seelen wurden alle erschaffen in dem Moment, als Töne entstanden. Ja? Am Anfang war das Universum leer. Das heißt, solange es keine Materie gibt, kann es keinen Ton geben, weil Ton sind Schallwellen, ja, die sich an etwas brechen müssen, damit wir den Ton hören können. Und da es keine Materie gab, gab es natürlich erstmal keinen Ton. Irgendwann gab es Materie, noch sehr wenig, aber immerhin. Und so erschuf die göttliche Quelle den ersten Ton. Und der erste Ton, der aus der göttlichen Quelle herausfloss, zeigt sich in unserer Welt als blau. Wir sagen zu unseren Farben Farbton, Farbtöne. Es ist eine Schwingung. Und die erste Seelenfamilie wurde gemeinsam mit diesem Ton erschaffen. Deswegen sage ich dann auch immer, die erste Seelenfamilie wurde erschaffen im blauen Ton. Und diese Seelenfamilie, ich nenne die auch gerne die Alten der ältesten Seelen, diese Seelenfamilie wurde von der göttlichen Quelle allen Seins mit der Drachenenergie verschmolzen. Also jede Seele wurde mit einem Funken, mit einem energetischen, sehr göttlichen Feld verschmolzen. Das war dann nicht mehr Seele und Drache, sondern es war eins, ja, eine Drachenseele. Und die Drachen, so wie wir sie im Allgemeinen von Bildern kennen, ja, von Zeichnungen, das ist nur symbolisch für dieses energetische Feld. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit den Drachen zu arbeiten, bin ich ja auch hier und dort mal auf Messe gegangen. Ja. Das war zu einer Zeit, da war dieses Thema überhaupt nicht populär. Kein Mensch hat über Drachen gesprochen. Und ja, dann wurde ganz oft um meinen kleinen, unscheinbaren Messestand mit der Drachenenergie
gerne mal so einen Bogen gemacht, ja, und ich habe dann immer so ein bisschen sehnsüchtig zu den Ständen mit Einhornenergie, wo alle hingeströmt sind und haben ja, sich da wohlgefühlt. Da habe ich dann irgendwann mal die Drachen gefragt, warum zeigt ihr euch so, wie ihr euch zeigt? Das macht es mir sehr schwer, euch den Menschen näher zu bringen, weil der Mensch doch auch sehr visuell geprägt ist und er lieber sich einem flauschigen Einhorn zuwendet, ja, wie einem Drachen, der groß ist und Zähne hat und Klauen, ja, und vielleicht für den einen oder anderen nicht so hübsch aussieht wie ein Einhorn. Da war die Antwort, hat mich sehr, sehr berührt. Da war die Antwort der Drachen war, es ist eine Prüfung. All jene, die mit den Augen im Kopf schauen und mit dem Verstand, mit dem Gehirn in die Welt gucken, die sind noch nicht bereit für das, was sie bekommen werden, wenn sie sich mit uns verbinden. Nur jene, die mit dem Herzauge schon sehen können, werden sehen, was wir sind. Diese werden über die äußere Hülle hinweg sehen können. Sie werden das große Herz sehen, das in uns schlägt. Denn in den Drachen ist das größte Herzzentrum, das es gibt. Ja, es gibt kein Wesen mit einem größeren Herzen. Und der Drache an sich ist pure Liebesenergie, aber auch eine große Kraft. Eine große, große magische Kraft. Der Drache bringt auch lichtvolle Macht zu uns und ganz, ganz viel Mut. Und damals hat mich die Antwort sehr, sehr bewegt und ich habe es so gut verstanden und ich verstehe es immer noch so gut, ja. Es ist nicht für jeden gedacht, ja. Aber du hörst dir jetzt dieses Video an. Hast noch nicht weggeschaltet, bist immer noch hier. Das hat einen Grund. Es gibt keine Zufälle. Und all jene, die den Weg zu mir finden, sind Drachenseelen. Vielleicht zweifelst du, das ist okay. Aber ich bin sicher, wenn du deinem Drachen begegnest, wirst du nicht mehr zweifeln. Dann wird sich dein Herz weiten. Du wirst es spüren. Du wirst es in dir spüren, die göttliche Wahrheit. Ja, das so ganz kurz zusammengefasst, wie es dazu kam, dass wir Drachen haben und zu wem die Drachen gehören. Und sie gehören nicht zu jedem als Seelenpartner, als Seelengefährte. Ja, sie gehören nur zu einer bestimmten Seelenfamilie. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du tiefer einsteigen willst, dann hier unten ist der Link zum Online-Workshop. Ich bin ganz sicher, wenn du dein Herz dich jetzt berührt fühlt, ja, wenn du spürst tief in dir, Drache, das war schon immer ein Thema in meinem Leben. Ich hatte es jetzt nur mal vergessen. Ich finde Drachen toll, ja, oder ich bin in einem Drachenjahr geboren. Ja, dann vielleicht fängst du mit dem kostenlosen Webinar an, überleg es dir. Du machst es so, wie du möchtest und der Online-Workshop, der ist zeitlich unbegrenzt, den wird es immer geben, ja, also auch wenn du den gebucht hast, du hast alle Zeit der Welt, dir alles anzuschauen, in aller Ruhe einiges zu wiederholen und das wirst du auch brauchen, ja. Bis du es in der Tiefe verstanden hast, um was es geht. In dem Workshop geht es nicht nur darum, dass du deinen persönlichen Drachen findest. Es geht nicht nur darum, dass du verstehst, was die Farbe, die er zu dir trägt, als Frequenz für dich bedeutet. Es geht auch um dich, wer du bist, weil du wirst dich verändern, wenn du den Drachen zu dir zurücknimmst. Und du wirst ganz neue Kräfte in dir entfalten. Auch darum geht es. Und es geht darum, wie du das einsetzt, wie du es umsetzt. Es geht darum, auch andere kennenzulernen und sich der großen Gruppe der Drachenreiter anzuschließen. Gut. So, jetzt will ich aber dann auf die Drachen eingehen. Die Drachen zeigen sich in allen Farbtönen, aber auch in unterschiedlichen
in unterschiedlicher Optik. Ja? Es gibt kleine, es gibt große, es gibt Drachen mit Fell, es gibt Drachen mit Federn, es gibt Drachen mit einer dicken, festen Haut, es gibt Drachen mit feinen, glatten, glänzenden Schuppen, aber es gibt auch Drachen mit furchtbar knochigen Schuppen, die fast wie ein Panzer sind. Ja. Denke immer daran, die geistige Welt spricht mit uns über Bilder. So wie sich dir dein Drache zeigt, das ist eine Botschaft. Ja? Der will dir, der Drache oder auch die geistige Welt, möchte dir etwas mitteilen. Ja? Zum Beispiel eine feine, schuppige, glatte, glänzende Haut, wenn der Drache so ist, bedeutet das für dich geschmeidig. Das ist geschmeidig, ja. Das geht überall durch, ja. Das hat wenig Widerstand. Und der Drache zeigt sich dir deswegen so, weil das etwas ist, was eine Art Talent von dir ist, ja, das ist eine Gabe, das ist eine ganz tief in dir sitzende Gabe, ja, dass du sehr gut mit Widerständen umgehen kannst, ja, flup, 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 du gehst deinen Weg und du findest das, ja, diese Drachen mit diesen ganz riesengroßen, so, so dicken Schuppen, ja, das sind jene, die sind sehr kraftvoll und solch ein Drache will dir auch sagen, uns kann nichts verletzen. Wir sind super cool, ja. Wir gehen einfach straight und egal was da kommt, wir gehen einfach drüber hinweg. Das ist eine Gabe, ja. Das ist toll. Die Drachen mit dem Fell, die so flauschig sind, ja, das hat was mit Berührbarkeit zu tun. Du bist berührbar. Du bist dadurch vielleicht verletzlicher, aber auch das ist eine Gabe. Ja, du kannst auch im Gegenzug andere tief, tief berühren, ja, und so weiter und so fort. Die Farben haben natürlich auch ganz, ganz wichtige Botschaften, ja, fangen wir einmal an mit Blau. Begegnet dir ein blauer Drache, egal ob der hellblau ist, mittelblau oder dunkelblau, es bleibt immer der gleiche Farbton, nur einmal mit mehr Licht drin und einmal mit weniger Licht drin. Das hat jetzt erstmal nicht viel Bedeutung für dich. Es geht um Blau. Blau ist die Schwingung des Friedens. Und dein Drache zeigt sich dir mit in diesem Farbton aus zwei Gründen. Es kann sein, dass er dich daran erinnern möchte, was dein tiefstes Potenzial ist. Das ist ein Hinweis darauf, wer du in der Tiefe deines Seins bist. Ein Botschafter oder eine Botschafterin des Friedens. Blau ist aber auch der Farbton von Vertrauen und von Stille und Ruhe. Blau ist aber auch der Farbton von unendlicher Weite. Ja. Und Blau ist der Klang, der der göttlichen Quelle am nächsten ist, ja. All dies sind innere Potenziale, die du in dir trägst. Es kann aber auch sein, dass der Drache sich in Blau zeigt, um dich zu lehren, um dir aufzuzeigen, was du noch zu lernen hast, ja, wo es für dich hingeht, ja. Also die zwei Möglichkeiten haben wir. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal der Hinweis, worum geht es jetzt, ja? In der Tiefe wirst du es selbst herausfinden, wenn du mit deinem Drachen zusammenarbeitest, ja, wie genau du das umsetzt, ja, wie genau, was genau für dich jetzt hier gemeint ist. Der blaue Drache, der spiegelt dir auch das, was du bist, ja, das tut jeder Drache. Der Drache ist wie ein Spiegel für dich, in den du hineinschaust und du entdeckst in diesem Sein deines Drachens deine eigene Größe, deine eigene Magie, deine tiefste innere Schwingung. Blau kann auch was sehr Königliches haben, ja. Blau ist von der Schwingung her weiblich, ja, repräsentiert auch die
Hohepriesterin, die im tiefen Vertrauen ist mit allem, was ist. Das ist eine Energie, die dieser Drache zu dir trägt, die dir zeigt, du kannst ganz entspannt und gelassen sein. Alles, was du brauchst für deine Entwicklung, für deinen spirituellen Weg, für dein Leben, all dies wird zu dir kommen. Das Einzige, was für dich wichtig ist, ist, sei geöffnet dafür. Stelle dich auf Empfänglichkeit ein. Ja. Dann ein paar Worte zum roten Drachen. Der rote Drache ist ein ganz großer Beschützer. Der rote Drache ist aber auch ein Drache, wenn er dir begegnet, der sehr viel Nähe von dir braucht. Ja, der Drache, also alle Drachen brauchen deine Liebe. Das ist die Nahrung, die du deinem Drachen gibst, damit er auch noch wachsen kann. Ja, und dass dieses Fell in deinem Leben stabil bei dir ist, das geht über Liebe und Aufmerksamkeit. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer nach eurem Drachen schaut, der in euer Leben getreten ist. Der rote Drache, der braucht ganz, ganz besonders viel Aufmerksamkeit von dir. Der rote Drache ist aber auch der größte Beschützer, den es gibt in diesem Universum. Der rote Drache, ja, diese Aufmerksamkeit, die er braucht, ich nenne den auch den Labrador und den Drachen, ja, der braucht auch Umarmungen, der will berührt werden, der will, dass du ihn ansprichst, ja. Der rote Drache ist sehr sanftmütig, er ist sehr anschmiegsam, er ist auch gemütlich, ist ein ganz gemütlicher Geselle. Rot ist aber auch eine männliche, expansive Energie, das heißt, wenn es gebraucht wird, ist er zur Stelle, dann tritt er mit einer ungeheuren Macht auf, ja, kann auch eine sehr feurige Energie bringen, wenn es nötig ist, ja, ist aber auch eine Energie, die du sehr gut benutzen kannst, ja, benutzen in Gänsefüßchen, ne? Man sollte das nicht benutzen, sondern er eignet sich dafür und wenn du ihn drum bittest, wird er das immer tun, er wird nicht nur dich beschützen, sondern auch deine Wohnung, deine Haustiere, deine Nächsten, dein Haus, ja, dein Garten, alles, was beschützt werden darf, ja, wenn du ihn darum bittest, wird er einen schützenden Ring um alles legen. Und das ist schön, ja, das gibt einem ein gutes Gefühl. Der rote Drache an sich gibt ein sehr, sehr gutes und inneres, warmes, flauschiges Gefühl, ja. Ja, das zum roten Drachen. Mein erster Drache war rot, ja. Ja, ihr Lieben, wenn euch das interessiert hat wenn euch das interessiert hat, dann abonniert meinen Kanal, ja, schaut, was kommt. Es wird dann noch mehrere Teile geben. Ich will die Videos nicht so lange machen, damit es nicht so ermüdend ist und vor allem, damit jeder dann so gleich gucken kann, oh ja, ich werde in der Headline die Farben reinschreiben. Dann könnt ihr gleich nach eurem Drachen suchen. Wer noch keinen Drachen hat, ich sage es nochmal zum Abschluss, bucht das, den Online-Kurs. Link findest du hier unten drunter. Du kannst natürlich auch erstmal gerne beginnen, indem du dir das kleine Drachenhandbuch kaufst und einmal durchstudierst. Das ist sehr interessant. Du bekommst das in meinem Shop www.goldkamille-shop.de. Das kleine Drachenhandbuch. Ja, in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis ganz bald. Eure Arana. Winke, winke.